Hi Sven, willst du auch einen Tee? Danke, gern. Was machst du denn gerade? Ach, da gibt es so eine Online-Umfrage zum Thema Medien. Echt? Und was sind das für Fragen? Na, zum Beispiel, was ich gestern online gemacht habe. Und? Na, beim Frühstück lese ich ja immer die Zeitung online. Und in der Arbeit musste ich Artikel recherchieren und lesen. Und wahrscheinlich E-Mails schreiben. Genau. In der Arbeit lese und schreibe ich bestimmt so 1 bis 2 Stunden E-Mails. Mindestens. Und in der Freizeit checke ich auch noch meine privaten Mails. Machst du das auch in der Arbeit? Nee, dafür habe ich gar keine Zeit. Aber in der Pause oder wenn ich mit der U-Bahn fahre, da habe ich ja mein Smartphone. Oder abends auf meinem Tablet. Und abends hast du wahrscheinlich wieder eine Serie geschaut und dein Handyspiel gespielt? Gestern Abend nicht, aber eigentlich hast du ja recht. Gestern war ich mit Matthias essen. Aber ein paar Minuten habe ich bestimmt auch mal was gespielt. Und du? Bist du immer online? Immer online? Naja, also gestern habe ich ein paar Fotos gepostet und Nachrichten geschrieben. Und sonst? Ach ja, ich habe mir ein paar Songs runtergeladen. Und du hast doch bestimmt eine Serie gesehen. Ja, schon. Kevin war abends da. Wir haben zuerst ein paar Videos angesehen und danach noch so eine coole Serie. Und das war alles. Nicht mehr. Puh. Also natürlich habe ich was im Internet gelesen. Ach ja, Kevin und ich haben noch Kinotickets gekauft. Na, also bist du ja auch ganz schön viel online. Klar, ich habe ja auch nie was anderes gesagt. 1. Das sind aber viele Laptops hier. Da weiß man ja gar nicht, was man nehmen soll. Kauf doch ein Tablet. Das ist viel leichter als ein Laptop. Und praktischer ist es auch. Findest du? Auf dem Laptop kann man aber besser schreiben. Und der Bildschirm ist größer. Aber ein Laptop kostet mehr als ein Tablet. Tablets sind billiger als Laptops. Das stimmt. Aber ich arbeite lieber mit einem Laptop. Also ich glaube, der hier ist gut. Wo ist denn hier ein Verkäufer? Ah, hallo. Entschuldigung. 2. Warum willst du denn noch in den Buchladen? Hast du keinen E-Book-Reader? Nee, habe ich nicht. Ich weiß, E-Books sind praktischer als Bücher, aber ich mag Bücher lieber. Hast du es denn schon mal ausprobiert? Ich habe seit einem Jahr einen E-Book-Reader und finde ihn super. Aber viele E-Books sind doch auch nicht billiger als Bücher. Das stimmt, neue Bücher nicht. Aber es gibt viel kostenlos oder ganz billig. Und nachts lesen ist viel angenehmer. Man braucht keine Lampe und stört niemanden. Vielleicht probiere ich es mal aus. Kannst du mir deinen E-Book-Reader mal leihen? Dann 3. Was wünschst du dir eigentlich zum Geburtstag? Vielleicht eine Uhr. Meine gefällt mir nicht mehr. Aber dann eine Smartwatch, oder? Die kann viel mehr als eine Uhr. Du meinst beim Sport und so? Nein, nicht nur. Da bekommst du Nachrichten und hast auch andere Apps drauf. Das ist fast wie ein Tablet, nur viel, viel kleiner. Sind Smartwatches nicht super teuer? Nein, die sind nicht unbedingt teurer. Komm, wir schauen mal im Internet nach. Vielleicht gefällt dir da was. 4. Kauf doch ein Tablet. Das ist viel leichter als ein Laptop. Und praktischer ist es auch. Findest du? Auf dem Laptop kann man aber besser schreiben. Und der Bildschirm ist größer. Aber ein Laptop kostet mehr als ein Tablet. Tablets sind billiger als Laptops. Das stimmt. Aber ich arbeite lieber mit einem Laptop. Gut gesagt. Beim Sprechen Zeit gewinnen. Er macht lieber Fotos von Tieren als von, wie sagt man gleich? Landschaften. Für das Projekt haben Sie, warte mal, eine Umfrage gemacht. Sie entwickeln gerade ein,
Ein Dings für das Smartphone. Wie heißt das? So, hier ist einmal das Schnitzel mit Pommes und Salat. Ja, das ist für mich. Danke. Und die Spaghetti mit Lachs für Sie. Vielen Dank. Das sieht ja lecker aus. Guten Appetit. Ja, ich habe echt Hunger. Guten Appetit. Ach, Moment. Warte mal kurz. Noch nicht essen. Ich mache noch ein Foto von deinem Schnitzel. Ach, jetzt leg doch das Handy weg. Ich habe Hunger und will jetzt essen. Nur ganz kurz. Das sieht so lecker aus. So, können wir jetzt essen? Ja, fang ruhig an. Ich poste das nur noch schnell. Oh Mann, Konsti, das nervt echt. Willst du hier mit mir essen oder deinen Freunden Fotos schicken? Glaubst du wirklich, dass die das interessant finden? Ach, jetzt sei doch nicht so. Ich bin doch schon fertig. Also, guten Appetit. Guten. 1. www.balder.de 2. www.beiser.at 3. www.wenger.ch 4. www.wilner.ch 5. www.walter.at 6. www.bachmann.de 7. www.busch.de 8. www.wok.at 1. Wann willst du das Buch bezahlen? 2. Wahrscheinlich will er wieder ein E-Book. 3. Warum willst du den Blogbeitrag nicht lesen? 4. Wer braucht wie oft sein Handy? 5. Wo bist du am Wochenende? 6. Warum hat Ben die Nachricht nicht beantwortet? Und? Wie hat dir der Film gefallen? Sehr gut. Ich finde, die Schauspieler waren super. Ja, vor allem der Junge hat wirklich toll gespielt. Aber ich fand den Film auch ein bisschen langweilig. Langweilig? Echt? Nein, das finde ich gar nicht. Ich finde die Geschichte sehr interessant. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie die Kindheit damals war. Und der Film war lustig. Ich habe viel gelacht. Aber er war auch sehr traurig. Solche Filme mag ich gern. Ja, du hast schon recht. Schlecht war der Film nicht. Aber ich finde es einfach nicht so gut, dass der Film nur um das Leben von einer Person geht. Ich bin kein Fan von Autobiografien. Ach, du hast doch immer irgendetwas zu meckern. Ja, ich weiß. Aber die Schauspieler waren wirklich toll. Sollen wir noch etwas trinken gehen? Ja, gerne. Komm. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Kino Aktuell. Ich beginne heute mit ein paar Informationen zum Filmland Deutschland. Jedes Jahr kommen sicher 5 bis 10 populäre deutsche Filme in die Kinos. Aber insgesamt gibt es viel mehr deutsche Filme, nämlich 250 pro Jahr. 28 Millionen Kinobesucher in Deutschland sehen deutsche Filme. Sehen Sie auch gern deutsche oder internationale Filme? Dann ist das Programm auf einem Filmfestival, zum Beispiel der Berlinale, für Sie interessant. Der beste Film gewinnt dort den Goldenen Bären. Oder Sie recherchieren. Welcher Film hat die Lola gewonnen? Die Lola ist ein anderer deutscher Filmpreis. Viele Filme kommen aus den Filmstudios Babelsberg bei Berlin. Die gibt es schon seit 1912, also schon über ein Jahrhundert lang. In München gibt es die Bavaria Filmstudios und eine bekannte Universität,
die Hochschule für Fernsehen und Film. Kennen Sie zum Beispiel Wim Wenders? Der Regisseur hat hier studiert, ebenso wie viele andere bekannte Schauspieler und Regisseure. Aber jetzt zu den Filmstarts. Doris Dörrie hat wieder...